Nicht so viele, wie ich gedacht hätte. Und der nächste. Na, mal sehen. Mein Magen. Da hat aber auch jemand Hunger. Okay. Okay, zwei Nieten. Hey, wir haben immerhin einen haben wir geschafft. Das ist auch schon mal was. Kann ich währenddessen auch? Ja, kann ich. Nein! Ich war zu schnell. Schade. Lol. Ich habe einen dicken zu schnell gewesen. Wofür ja gar nicht so schlecht, da können wir alle verkaufen. Warte mal. Ja. Nee, jetzt geht der Schalter mal von vorne los. Wir haben nichts gemacht. Ah, nee. Ah, okay, doch, war das in Ordnung. War das in Ordnung. Das sieht auf jeden Fall komisch aus. Hallo, Tankred. Du warst mal wieder ganz schön beschäftigt, was? Konntest du irgendwas Nützliches herausfinden? Ja, es geht. Ja, das deckt sich mit dem, was ich in Erfahrung gebracht habe. Der Turm überschattet das Leben der Einwohner. Aber dass es so schlimm ist, hätte ich nicht gedacht. Aber eigentlich sollte es mich nicht überraschen. Ich habe mich genug umgehört. In der Gegend sind Entführungen wohl an der Tagesordnung. Alles deutet darauf hin, dass besessene Galear dahinter stecken. Die Gefangenen sollen wohl wieder dazu gezwungen werden, einen dunklen Primär zu rufen. Es ist genau dasselbe Muster wie bei den anderen Türmen. Der Fischer, dem du geholfen hast, war einer dieser Akasodara, nicht wahr? Wenn es stimmt, was ich so aufschnappen konnte, dann sind es die Mitglieder genau seines Stammes, die in letzter Zeit entführt werden. Weiß ja nicht, ob der da alleine in seinem Dorf zurückkehren sollte. Ein berechtigter Einwurf. Wenn die Entführung dazu dient, Primae zu beschwören, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Akasodara gezielt verfolgt werden. Es waren die Vorfahren der Akasodara, die einst die Insel bevölkerten, und viele von ihnen pflegten noch heute die althergebrachten Bräuche. Dazu gehörten auch die Anbetung der alten Götter. Dann sollten wir ihm besser schnell folgen. Akiali liegt westlich von hier, soweit ich weiß. Das ist ohnehin in die Richtung, in die wir müssen, wenn wir Krieles Kontakt treffen wollen. Dann ist es beschlossene Sache. Begeben wir uns zu dem Dorf und halten unterwegs ein Auge auf. Na dann. Na dann.
Da ist die Sandpfote wieder. Zu sehen. Begib dich auf eine Anhöhe, um die Umgebung besser zu sehen. Okay. Wir folgen einfach mal den Leuten. Riesen Elefanten. Auch hier nichts. Ach du grüne Nonne. Wie sie sehen, sehen sie nichts. So kann das auch laufen. Prügeln dann alle auf einen ein. Kann ich die Flasche gleich mal leer machen? Alter, ich habe jetzt schon tatsächlich 2 Liter getrunken. Ich sag ja, am Ende des Tages habe ich einen Wasserbauch. Und du bist es. Du hast mich gerettet. Jop. Du hast ihn gefunden. Sehr gut. Und gerade noch rechtzeitig, wie ich sehe. Ihr habt mich gesucht. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Auf dem Weg nach Hause habe ich hier kurz Halt gemacht, um ein wenig in Ruhe nachzudenken. Plötzlich kamen diese Kerle da und haben versucht, mich wegzuzerren. Wir haben von der Entführung gehört und auch, dass besonders die Akasodara davon betroffen sein sollen. Vielleicht wäre es gesünder für dich und deine Leute, wenn ihr in der Stadt Zuflucht suchen würdet. Das haben wir bereits in Erwägung gezogen, aber wir sind einfache Fische. Dieses Leben ist alles, was wir haben. Und das Meer können wir nicht überstehen. Ich muss gleich noch mal gucken, ob die Heizung auch wirklich anders ist, weil irgendwie es wird irgendwie nicht wärmer. Verstehe, ihr müsst selbst entscheiden, was ihr tun wollt. Aber ich empfehle dir und deinen Freunden in Zukunft nicht mehr alleine zu reisen. Eine Frage, wenn sie gestattet sei, verehrter Herr Akasodara. Uns ist zu Ohren gekommen, dass der Turm absonderliche Kreaturen ausspielt. Was weißt du über diese Ungeheuer? Nicht viel, wirklich. Ich weiß nicht, was sie sind. Aber ich weiß, dass sie auf abscheuliche Art und unsere alten Göttern ähneln. Deshalb haben einige von meinem Stammesvolk begonnen, das finstere Gebilde den Turm von Zod zu nennen. Das Wort bedeutet in unserer alten Sprache Wohnstadt der Götter. Aber diese Kreaturen sind keine wahren Götter. Es sind Monster, die nichts als Tod und Chaos bringen. Eine Beleidigung der heiligen Wesen, deren Form sie auf groteske Weise nachahmen. Das ist das Wesen der Ungeheuer, die diese Türme hervorbringen. Es muss furchtbar sein, mit verzerrten, dunklen Abbildern eurer Gottheit konfrontiert zu werden. Ich kann deinen Zorn gut verstehen. Wir sind aus keinem anderen Grund hier, als das Unheil, das diese Türme mit sich bringt, ein für alle Mal zu beseitigen. Früher oder später werden wir uns diesen falschen Göttern stellen müssen. Daher ist es wichtig, dass wir so viel wie möglich über sie erfahren. Würdest du uns die Ehre zuteil werden lassen, um von deinen wahren Göttern zu berichten? Wahrhaftig, dann seid ihr hier, um uns zu retten. Und ich dachte, ihr werdet einfache Reinsinne. Aber natürlich erzähle ich euch gerne von unseren Göttern. Oder besser gesagt, das überlasse ich lieber meinen Gefährten in unserem Dorf. Ich bin kein besonders guter Geschichtenerzähler. Also bitte besucht uns. Unser Glauben bedeutet uns sehr viel und es wäre uns eine große Ehre, unser Wissen mit euch zu teilen und unseren Fisch natürlich. Den Fisch kannst du behalten, ich esse keinen Fisch. Was meinst du, wollen wir Aikali einen Besuch abstatten, bevor wir unseren Kontakt aufsuchen?
Wunderbar, ihr müsst nur dem Pfad Richtung Westen folgen und dann den Hügel zum Meer hinabsteigen. Der Dorf befindet sich ganz in der Nähe des Strandes am Fuß des Hügels. So, und ich werde jetzt einmal kurz gucken, ob die Heizung funktioniert. Muss ich einmal kurz hinter die Wand kriechen. Unsere Vermutungen bestätigen sich also. Die Bewohner Tavernias, wie auch immer, werden in dem Turm verschleppt und dazu gezwungen, verzerrte Abbilder der alten Götter zu rufen. Ich hoffe, wir finden den Weg, sie zu retten. Umso wichtiger ist es, mehr über ihre Götter zu erfahren. Auf nach Aikali. Oder Akiali, glaube ich. Akiali. So, jetzt muss ich einmal. Ich gehe einfach hier kurz das Ding raus. Furchtbar. Furchtbar laut vor allem. Guck einmal kurz nach der Heizung. Bis gleich. Kein Wunder, dass ich friere. Hier unten sind 17 Grad gerade mal. Und ich wundere mich, dass ich mir hier im Keller echt den Arsch abfriere. Jetzt habe ich auf 29 gestellt. Wahrscheinlich schwitze ich gleich. Oh. Danke, Luna. Juhu. Ich habe meinen fetten schwarzen Schokobo. Ich finde die Farbe der Felsen cool. Willkommen in Akiali, dem weißen Strand. Und wie der Name so schon sagt, gibt es nicht viel mehr als das. Aber fühle ich trotzdem ganz wie zu Hause. Natürlich tue ich das. Wieso stehe ich immer mit dieser Sumpfpfote zusammen? Deine Freunde befinden sich schon im Gespräch mit den anderen Dorfbewohnern. Bitte gesell dich zu ihnen. Sie beantworten dir sicher gern alle Fragen über die alten Götter. Aber am besten, du beginnst bei Kanga oder Hasveda. Sie sind beide sehr weise. Du möchtest etwas über unsere Götter erfahren? Was für eine wundersame Besucherin du doch bist. Laut! Au! Kaya, vielen, vielen lieben Dank für deinen Resub im 7. Monat und auf Stufe 2. Viel Spaß mit den Emotes. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Hatte ich das ja schon gelesen? Ich weiß es nicht. Du möchtest etwas über unsere Götter erfahren. Was für eine wundersame Besucherin. Doch, hatte ich schon gelesen. Ich weiß zwar nicht, welches Land du deine Heimat nennst, aber Tavernia kennt viele Gottheiten. Man kann sie in zwei Gruppen einteilen. Die Manusia sind Wesen von großer Weisheit, die den Hyuran nicht unähnlich sind. Die Mrga hingegen zeichnen sich durch große Stärke aus und haben die Gestalt von Tieren. Zusammen bezeichnen wir sie als Tiergötter. Sie sind so zahlreich wie die Sandkörner an unserem Strand. Jeder von ihnen hat seine eigene Gestalt und verschiedene Wesenszüge.
Einige sind von sanftem, wohlwollendem Gemüt, andere sind streng und aufbrausend. Genau wie wir Sterblichen auch. Was sie alle eint, ist ihre große Weisheit und deshalb folgen die Bewohner Taverniers ihren Lehren. Sie schenken uns Kraft und machen uns zu besseren Wesen. Oh Gott. Oh, warte mal, habe ich eigentlich. Was ist mir jetzt, warte mal? Das Kopfsalat. Habe ich nicht mit. Doch, habe ich mit. Ich dachte, ich nehme mein Schokobo wieder mit. Habe ich zu selten ausgepackt. Ist irgendwie cool. Weißt du nicht, ob ich es selber haben wollen würde. Du willst also etwas über die Götter Taverniers erfahren, was? Ha, da bist du bei mir genau richtig, junge Dame. Also hör gut zu. Vor langer, langer Zeit existierten zwei Arten von Göttern. Die Manusia und die Mrga, die miteinander im Zwist standen. Die Manusia sahen aus wie gewöhnliche Sterbliche und Mrga hatten die Geschäfte von Vintian. Das hatten wir schon. Die Mrga beneideten die Manusia um ihre Weisheit und eigneten sich die Köpfe ihrer Feinde an. Die Manusia hingegen sehnten sich nach der Stärke der Mrga und begannen ebenfalls ihre Köpfe mit den Körpern ihrer Gegner zu einen. Und so wurde eine neue Generation von Göttern geboren, die sowohl Weisheit als auch Stärke besaß. Sie besiegelten ein neues Zeitalter des Friedens zwischen den beiden Gruppen. Als Zeichen des Respekts voneinander trugen die Manusia fortan Tiermasken, während die Mrga sich die Körper der Manusia aneigneten. Und so verehrten wir sie auch heute noch. Da hinten. Und, konntest du etwas über unsere Götter lernen? Während du mit den anderen gesprochen hast, habe ich mich da an etwas erinnert, das euch interessieren dürfte. Wenn du deinen Freund zusammenrufen würdest, ich bin gleich wieder da, musst du kurz etwas aus meinem Haus holen. Kurz, sagt er und bleibt für 3 Tage weg. Entschuldigt, dass ich euch habe warten lassen. Ihr Schriftrolle zeigt 3 unserer bekanntesten Gottheiten. Ich hatte ganz vergessen, dass ich sie habe. Das klingt in der Tat interessant. Bitte, wir würden sie sehr gerne in Augenschein nehmen. Erinnert mich so ein bisschen an Final Fantasy X. Wie hießen sie nochmal? Rook, Duk und Mook? Die komischen damals Insektengötter? Die haben so eine dezente Ähnlichkeit. So, ganz minimal. Diese 3 Götter sind Schwestern und gehören den Manusia an. Mhm. In der Mitte ist die älteste... Gott, bin ich gut? Mook, die Göttin der Weisheit und die besonders unter den Alchemisten viele Anhänger hat. Auf der rechten Seite ist Duk, die Göttin des Reichtums und des Wohlstandes. Sie wird von allem von den Händlern verehrt. Auf der linken Seite seht ihr die jüngste der 3, Rook. Kunsthandwerker wie die Weber von Ratshathan beten sie als Götter der Kunst und Finesse an. Auch wenn die 3 für unterschiedliche Dinge stehen, werden sie oft zusammen gezeigt und zieren die Häuser in Tavernier. Ihr Bildnis bringt Glück und guten Segen. Was kommt auf der anderen Seite? Das klingt bekannt. Auch die Bewohner Eoseas sprechen ihren Göttern den 12 gewisse Eigenschaften zu, verehren sie für diese. Aber was ist mit den Mrga? Wofür stehen sie? Die Mrga sind die Herren über die Natur. Früher, in Zeiten des Krieges, wurden sie als Schutzgötter. Gottheiten verehrt. Ihr Bildnisse findet man meist in unseren Tempeln, aber auch in alten Ruinen. Einer der Mrga, der den Kopf eines Gaia trägt, oder Gaja,
wird als Vorfahre der Akasodara verehrt. Und dann gibt es da noch die Drachen. Die haben in Tavernier einen besonderen Stellenwert. Drachi! Ihr verehrt Drachen? Nun, es heißt, dass der Magistrat von Rashadan vor Urzeiten ein Paket mit einem Drachengott, mit Drachengottheiten geschlossen hat. Diese Gottheit gilt als Schutzpatron des Magistrats. Die Legende nach wird der Drachengott in Zeiten großer Not dem Magistrat zur Seite stehen. Ein Drachengott als Schutzpatron? Dafür, dass du dich selbst einen schlechten Erzähler nennst, hast du wirklich spannende Geschichten auf Lager, Amazia. Es ist deutlich geworden, dass die Götter Tavernirs und ihren Legenden eine wichtige Rolle für dich und deine Landsleute spielen. Die Informationen, die du uns gegeben hast, können im Kampf gegen den Turm sehr wertvoll sein. Wir werden unser Bestes geben, sie richtig einzusetzen und deine Stammesmitglieder zu retten. Ich danke euch, auch im Namen meines Dorfes, und bitte seid vorsichtig. Wir sollten uns auf die Suche nach Krylis Kontakt machen. Ihr Name lautet Nitana und sie soll eine Alchemistin sein. Laut Krylis Aufzeichnung lebt sie im Norden, in einer Siedlung an der Küste, die sich Demirs Werk nennt. Wer ist schon kommen? Ich hab gleich nichts mehr zu trinken. Ah. Muss ich mal ganz kurz was machen? Da. Und weiterlesen. Sagtet ihr, dass ihr Nitana treffen wollt? Ach, was ich dich beneide. Sie ist ja so schlau und immer fröhlich und so wunderschön. Ich könnte die wohlgeformten Ohren und ihre süßen den ganzen Tag bestaunen. Und diese Augen, ich verspreche dir, du wirst ihren wundervollen Augen ertrinken, wenn du sie nachher siehst. So, wohin? Wohin als nächstes? Ach du grüne Leute, noch da ganz oben. Ja, nein, nein, nicht das. Das da. Vogel! Ich hab meinen Lieblingsvogel. Lieblingsvogel! Die Karte wird auch einfach immer größer. Ich muss irgendwann mal die Richtung ändern, ne?
war, damit sind schon wieder alle. Hier liegen aber ganz viele Leichen. Warum haben wir eigentlich so viele rote Schokobus? Das sind Alchemisten der Kleidung nachzuurteilen. Aber ich kann weder äußere Verletzungen feststellen, noch sieht mir das hier nach einer Vergiftung aus. Fast 81. Sehr geil. Schlafen also schlicht und einfach, meinst du? Bei mir dauert es noch, glaube ich. Sieht ganz danach aus. Keine Ahnung, ob das ein gewolltes oder ungewolltes Nickerchen ist, aber... Ah, die werten Gäste. Ihr müsst sie entschuldigen. Sie haben eine lange Nacht hinter sich, die nun offensichtlich ihren Tribut fordert. Gestatten? Mein Name lautet Varshan, bescheidener Diener des Magistrats von Razatan. Wie es der Zufall so will, bin ich eben gekommen, um jene Schläfer zu wecken. Aufgewacht! Ich bringe neue Schuppen. Neue Schuppen? LOL. Ganz recht. Verzeiht, dass ihr so lange warten musstet. Doch hier ist nun endlich der Nachschub. Hervorragend. Großartig. Endlich können wir weiterforschen. Herzlichen Dank. Lasst mir auch eine übrig. Das sind doch die Schuppen eines Drachen. In der Tat. Für die Forschung unserer Alchemisten sind sie unabdingbar. Ganz recht. Mit den Drachenschuppen und unseren alchemistischen Künsten werden wir es vollbringen. Ein Schutzamulett gegen die Ätherimpulse dieses götterverfluchten Turmes. Warum starrt ihr denn so erschrocken? Moment, ihr gehört überhaupt nicht zu Varshan. Wer seid ihr denn dann? Gäste aus einem fernen Land. Also, seid ihr tatsächlich diejenige, die uns Kriele geschickt hat? Vom Urkristall gesegnet. Welch Freudentag! Gepriesen sei Mook! Endlich drehen sich die Winde des Schicksals zu unseren Gunsten. Jetzt muss es klappen! Bestimmt. Endlich fühlt sich der Kopf wieder frei an. Wie genau seid ihr an die Drachenschuppen gekommen, wenn ich fragen darf?
Es wundert mich, dass euch das interessiert. Diese Frage wird nicht oft gestellt. Ja, darum stelle ich sie jetzt. Aber seid unbesorgt. Der Magistrat erhielt sie von dem Drachen selbst. In beiderseitigem Einvernehmen. In dem Fall habe ich nichts zu beanstanden. Ihr kennt euch wohl mit den Drachen aus. Und ist das nicht trockenes Drachenblut auf eurer Lanze? Mein Gott, überhaupt nicht creepy. Und nicht nur die Lanze. Mir scheint fast, ihr seid regelrecht getränkt in Drachenblut. Wir müssen unbedingt eine Blutprobe von euch nehmen. Ja, also jetzt geht's nicht so weit. Moment, was soll das? Kommt, wahrlich, ihr müsst unser Labor besichtigen. Ich glaube, jetzt den hier sollte mal lieber abhauen. Lass mich los! Halt! Was ist das für ein Ort? Ich muss mich für meine Kollegen entschuldigen. Ich glaube, die Drachenschuppen haben sie in regelrechte Raserei versetzt. Mhm. Aber ich verspreche, dass ihnen kein Leid geschehen wird. Euch entführe ich in der Zwischenzeit ins Hinterzimmer. Ja, ist ja noch besser. Oh, Maszinien. Aber herzlich willkommen erst einmal. Ich bin jetzt zwar auch kein so großer Fan von ihm, aber ich tue gerade nicht viel Leute. Unschwer zu erkennen ist, die Frau, die Kriele kontaktiert hat und zu guter Letzt auch Leiterin von Demis Werk. Mein Labor ist eines von vielen, das sich an diesem bedeutsamen Forschungsprojekt beteiligt. Auf gute Zusammenarbeit jedenfalls. Bitte folgt mir doch. Okay. Dreiköpfiges Wauzi. Luna! Oh, ich sehe Luna! Nein! Lass mich den Elefanten anklicken. Das ist irgendwie ungewohnt. Zunächst einmal möchte ich mich für eure Unterstützung bedanken. Diese Türme sind in vielen Ländern dieser Welt aufgetaucht. Doch steht ihr uns gerade interveniert zur Seite. Das bedeutet uns wirklich viel. Kriele ist zurzeit mit einer anderen Untersuchung beschäftigt und konnte daher nicht persönlich kommen. Aber ich versichere dir, dass Aldaria hier einen kompetenten Ersatz ist. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um euch zu helfen. Aber wie sieht euer Plan aus? Wenn ich es richtig verstanden habe, versucht ihr Talismane zu erschaffen, die gegen die Wirkung von Ethereum-Pulsen schützen. Ist das richtig? So ist es. Wie ihr sicherlich wisst, stoßen die Türme eben jene Impulse konzentrierten Äthers aus. Diejenigen, die mit ihnen in Kontakt kommen, fallen der Besessenheit anheim. Da waren uns die Hände gebunden. Wir konnten den Turm bislang nur aus der Ferne beobachten und irgendwie versuchen, die Monstrositäten zu bekämpfen, die er ausspuckt. Daher hat bat der Magistrat uns Alchemisten, Schutzamulette zu entwickeln, damit sich unsere Soldaten dem Turm nähern können, ohne besessen zu werden. Aber ist das so überhaupt möglich? Wir sind noch in der Testphase des Forschungsprojekts, aber wir sind recht zuversichtlich, dass wir eine Lösung gefunden haben. Selbst von dem Auftauchen der Türme suchte unser Volk nach Wegen, sich den gefährlichen Ätherimpulsen der Primär zu entziehen. In der Vergangenheit konnten wir mit Methoden, die sich auf die Wirkung von Drachenschuppen stützen, die besten Erfolge erzielen. Drachenschuppen verfügen über eine hohe natürliche Ätherdichte, sind sehr resistent gegen ätherische Einflüsse, müsst ihr wissen. Je mächtiger der Drache, desto effektiver die Schutzwirkung. Unser Ziel ist es, diese natürliche
den natürlichen Schutz mit Hilfe unserer Alchemie noch zu verstärken. Dank der qualitativ extrem hochwertigen Schuppen, die uns der Magistrat bereitstellt, konnten wir erhebliche Fortschritte machen. Schon bald sollten wir dazu in der Lage sein, einen Feldversuch zu starten. Und genau dafür benötigen wir jemanden, der die Gnade des Lichts in sich trägt. Ich habe das Gefühl, es wird trotzdem nicht wärmer hier. Und was sollen wir machen? Details erkläre ich euch später. Also eine leichte Aufgabe. Ihr solltet nur einen unserer Alchemisten bei dem Feldversuch begleiten. Ich werde euch mehr erzählen, wenn es soweit ist. Aber ihr werdet euch dafür in der Nähe des Turms begeben müssen. Da werden wir zu eurer eigenen Sicherheit eher testen, wie gut euer Schutz gegen Ätherimpulse wirklich ist. Wenn ihr gestattet. In dem Fall machen Orion G. und ich uns irgendwie nützlich. Ihr seht alle furchtbar übermüdet aus. Da muss es doch irgendwas geben, wobei wir helfen können. Eure Hilfe ist sehr willkommen, danke. Wir werden sicherlich etwas finden, was ihr in der Zwischenzeit tun könnt. Ich würde sagen, wir verschwenden keine Zeit und legen direkt mit dem Experiment los. Wenn ihr das Labor gen Norden verlasst, befindet sich direkt zu eurer Rechten ein Pfad, der sich den Hügel nach oben schlängelt. Ich erwarte euch oben auf der Kuppe. Okay. Ah, ist das voll hier. Krieg meine Flasche nicht auf jetzt. Freue ich mich, wie ein Futsches da ist, dann gibt es Glühwein. Hoffe ich. Hoffe ich jedenfalls. Also bis 81 brauche ich noch ein bisschen. Mit dem Ding rum. Natürlich gab es auch einen schnelleren Weg hoch. Oder sagt ihr, ich hoffe, ihr habt euch auf dem Weg hier nicht verlaufen. Nein, nein. Also, dann wollen wir mal. Das hier ist die Frucht unserer Bemühungen. Geformt im Schweiß drehen und so manchen schlafloser Nacht. Wir nennen sie die Torkene Depa, was? Depa sind Lampen, die wir normalerweise den Göttern als Opfergaben darreichen. Darauf basierend haben wir ein Gerät entwickelt, das uns dabei hilft, den Schutz der Talismane zu testen. Nachdem die Torkene Depa aktiviert wurde, wird sie sich eine gewisse Distanz fortbewegen und schließlich einen Ätherimpuls ausstoßen. Leute, die ungeschützt von Ätherimpulsen getroffen werden, zwar nicht besessen, verspüren aber stattdessen eine starke Übelkeit. Bei unserem Test werdet ihr vielmehr die Wirkung des Ätherimpulses ausgesetzt. Das sollte ausreichen, um eure Immunität hinlänglich zu beweisen. Ihr könnt mit dem Experiment beginnen, wann immer ihr mögt. Ich werde euch beobachten, aus sicherer Entfernung, versteht sich. Ja, wollen wir.
Fusa. Trifft dich, hat aber besonnen. Okay. Dann bitte weiter. Huch. Nicht die Waffe ziehen, bitte. Was brauchst du eigentlich immer so lange? Kleines Lämpchen.